So, wie sieht's denn aus? Hier ist es ganz, ganz kritisch. Na, so sieht er ganz gut aus. Machen wir jetzt auch nicht allzu viel von dem Feld weg. Ist ein bisschen blöd jetzt für die Bar, aber ich kann es jetzt erstmal nicht ändern. Das ist halt wirklich die beste Stelle. Also machen wir das einfach mal. Die Bar können wir ja dann noch wieder abreißen und woanders hinbauen, wenn wir wollen. So, was wollte ich denn jetzt als nächstes machen? Ich hab die Villen sind auch, sind die voll? Gucken wir gerade. Ja, weitestgehend, auf jeden Fall. Und ich meine, die bringen ja auch Profit. Also das lohnt sich ja schon, die Teile zu bauen. Die bringen ja doch mit Abstand mehr. Und die Wohnqualität ist super. Ich brauche gleich mal noch welche hier. Beziehungsweise ich baue es, genau, ich baue mal noch schnell eine Kirche. Noch eine zweite. Hier haben wir eine. Ja, ich finde die Lage jetzt ja nicht so super ideal, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein, weil hier ist wirklich alles voll. Könnte hier noch eine hinbauen, noch wieder im Wald. Das wäre auch eine Option. Ich baue erstmal hier eine hin. Ist jetzt nicht wunderschön, aber passt schon. Machen wir so hier. Achtung. So, hätten wir. Und finde ich auch immer sehr, sehr angenehm, dass man nicht jedes Gebäude an die Straße ranbauen muss. Also bei ein paar Gebäuden muss man es natürlich machen, weil es einfach Sinn ergibt. Aber allein sowas hier, das überlässt ein bisschen mehr. Wow, manche Menschen protestieren, weil sie mit ihrem Leben in Tropico unzufrieden sind. Das hatten wir doch schon mal. 55% ist doch noch okay. Also ich arbeite ja schon dran, dass das irgendwie noch die Balance hält. Eine Rumdestillerie. Ja, da brauchen wir Strom. Dafür brauchen wir Kohle. Ansonsten geht das nicht. Nice! Genau danach habe ich gesucht, Leute. Kohlevorkommen. Großartig. Na dann, können wir ja schon mal das Kraftwerk bauen. Hier haben wir super viel Platz. Kannst du einfach hier hinsetzen. Hier würde auch gerne, ja, wir machen das hier hin. Hier ist eh nicht so schön. So. Und jetzt Straße. Ist das auch Kohle hier? Das sieht auch aus wie Kohle. Steht leider jetzt nicht da, aber ich gehe mal davon aus. Wie machen wir das? So hier einfach. Aber wenn, dann würde ich schon gerne beide gleich verbinden. Das funktioniert leider nicht. Das auch nicht. Na komm, ich werde jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, das zu verbinden. Und dass es allzu kacke aussieht. Ich will auch nicht die ganzen Bäume abreißen, das ist gerade mein Problem. Machen wir erstmal so hier. Geht das nicht durchgezogen? Moment, so. Ja, so gefällt mir das schon viel besser. So. Und das jetzt irgendwie miteinander verbinden. Ja, machen wir das gleiche Runde. Ja, sieht halt mal ein bisschen anders aus. Ich finde es gar nicht so schlecht. Hier können wir dann irgendwie auch noch was dazwischen bauen. Ich weiß es nicht. Das passt schon. So, dann lass mal Bergwerke hinsetzen. Und dann kann man auch ein Kraftwerk bedienen. Und dann kriegt man die Wohnqualität auch nochmal ein bisschen nach oben. Und haben dann sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, was neue Gebäude angeht auch. Weil einfach viele dann Strom brauchen. Also gut, dass ich das Ding hier entdeckt habe. Ne? Also hier ist wirklich viel Kohle. Das ist auch Kohle, ne? Das ist auch Kohle, ja. Wunderbar. Können wir die Dinger eigentlich auch upgraden? Bestimmt, ne? Chemischer Entschlacker. Erhöht die Effizienz um 30 und senkt die Arbeitsqualität um 10. Das will mir aber nicht gefallen, dass die Arbeitsqualität nach unten geht. Das ist hier überall so. Ah, Tatsache. Ne, dann lasse ich das. Weil Zufriedenheit ist mir erstmal wichtiger. Geld machen wir so oder so erstmal ganz gut. Ja, die Straße habe ich wirklich ein bisschen scheiße gesetzt. Ja, wie können sie dann immer noch ändern, wenn wir wollen? Ah, ne, mich stört das jetzt gerade. Moment. Abreißen. So. 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 Wie sollen wir es jetzt besser hinbekommen? Ja, mach mal. So sieht doch ganz gut aus. Fällt mir ein bisschen besser. Muss ich wirklich sagen. Ich merke schon, dass ich sehr viel aufgenommen habe. Meine Stimme ist auch ein bisschen. Bisschen heißer oder so, ich weiß es nicht. So, die Achse mit 6.000 Dollar, wunderbar. Und nochmal 33.000 oder fast 34.000 Dollar bekommen. Also, das läuft hier richtig gut, was die Kohle angeht. Bald haben wir auch ein Kraftwerk. Also. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und dann können wir auch die ganzen Quests dann hier abarbeiten, wenn wir wollen. Aber es sind ja nur noch 14 Monate, Leute, ne? Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas bauen wollen. Wir haben Forschung. Das läuft noch, ne? Aber wir haben keine Forschungspunkte mehr. Achso. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Wir müssen erst neue Forschungspunkte freischalten. Muss ich
natürlich jetzt gucken, wie wir da noch an welche rankommen. Das weiß ich gerade nicht. Observatorium zum Beispiel. Was ist denn hier eine hohe Stelle? Ich würde es einfach jetzt hier irgendwie hier hin mittig bauen vielleicht. Auf einem Berg bekommen wir es ja leider nicht. Hier sieht es halt so aus, also hier wäre Fläche, aber wir kommen hier keine Straße hoch. Und ich denke, dass das notwendig ist. Weil sonst kriegt man es ja auch nicht erkundet, das Gebiet. An dies soll ich natürlich hier oben hinbauen. Geht aber nicht. Na gut, Leute, dann brauche ich mir noch ein Observatorium. Ich hoffe, wir können es uns noch leisten. Parkplatz. Über die Anzahl der Autofahrer sowie die Arbeitsqualität an Arbeitsplätzen in der Nähe, basierend auf Effizienz. Ich sollte mal ein paar Parkplätze bauen, glaube ich. Das würde Sinn machen. Hier einen hin. Dann hier irgendwo. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich schon einer, aber also so standardmäßig sind die immer schon gesetzt. Ich brauche mal noch. Hier neben die Kirche. Das ist sowieso nicht so schön. Umspannwerke müssen wir da auch noch bauen, dann um den Strom zu verteilen. Ja, egal, noch ein bisschen neben die Schule. Obwohl, eigentlich wollte ich ja die Uni haben. Machen wir hier hin. So, hätten wir. So, wie sieht's denn aus? Kraftwerk ist fertig, ne? Läuft das denn schon? Nee, läuft noch nicht. Weil die müssen das hier noch fertig bauen. Aber hier arbeiten schon welche. Und dann dürften die das eigentlich hier hinbringen und dann müsste das eigentlich laufen. Und die Diane Gonzalez arbeitet auch schon hier. Und hier brauchen wir Universitätsabschluss. Seht ihr? Also da bauen wir jetzt schon mal eine Uni. Weil früher oder später brauchen wir die sowieso und dann haben wir dann wieder Probleme. Ja, ist gut, hätte ich auch schon viel eher bauen sollen, um ehrlich zu sein. So, Universität. Dann machen wir auch direkt hier hin einfach. Kannst du auch so machen, aber nö. Quatsch, hätten wir. Schön. Was haben wir denn hier an Verschönerungen? Kann man hier irgendwie auch Bäume setzen oder so? Eine Haltung, große Gartenanlage. Man kann halt nur solche Gartenanlagen machen. Man konnte doch mal Bäume setzen und Dekorationen und so. Aber vielleicht wird das später noch freigeschaltet. Kleine Gartenanlage. Okay, wie groß ist denn die große Gartenanlage? 4 Felder? Dann passt die doch perfekt hier rein. Cool. Was sind hier? Ah, wir können auch durch die Gebäudemodelle. Ah, okay, und so kriegen wir wahrscheinlich Bäume. Ah, alles klar, ich verstehe. Aber dann mache ich hier das gleiche erstmal. Das sieht dann cooler aus. Cool. Das passt vor allem auch perfekt, Leute. Auch so verstehe ich ja total. Die mich schon länger kennen bei Aufbauspielen, wissen das ja. Dass ich davon ganz großer Fan bin. Und das sieht aber auch schick aus. Da kann man sagen, was man will. Ne, und dann können wir dann auch noch irgendwelche Palmen und so dann einzeln setzen. Und dann kriegt man das ja auch noch ein bisschen schöner hin. Also so schlecht ist das gar nicht. So, Kraftwerk. Produziert immer noch keinen Strom. Aber bald müsste das doch jetzt mal losgehen hier. Jetzt gucken wir Infrastruktur eigentlich noch bauen. Umspannwerk, Parkplatz abreißen. Okay, ich baue schon mal ein paar Umspannwerke. Wie hoch ist denn die Reichweite von dem Teil? Kriegst du das irgendwie angezeigt? Bis hier hin. Ja, das ist ja erstmal schon ziemlich okay. Das ist ziemlich groß, die Reichweite. Die haben sie erhöht. Das war früher nicht so groß gewesen. Finde ich aber angenehm. Ja, da brauche ich erstmal noch kein Umspannwerk. Weil wir können hier vielleicht eins hinbauen. Aber also hier vielleicht, das hier noch ist. Ich glaube, ich mache das auch gleich mal. Verursacht möglicherweise eine Stromknappheit. Ja gut, dann lasse ich erstmal. Wir haben sowieso keinen Strom gerade, aber ich werde das erstmal Step by Step dann rumprobieren. Wie sieht es denn jetzt aus? So langsam muss das aber mal losgehen hier. Es steht doch da, ne? Guck mal, das mal. Ich gehe mal in die Beschreibung. Wir können es upgraden, wenn wir wollen. Produziert Strom aus Kohle und Erdgas. Kunden, ja, hier. Ja, die Arbeitsqualität. Kann man also auch sehr viel upgraden wieder. Effizienz ist halt sehr niedrig, weil wir kaum Arbeiter haben. Ich mach mal ein bisschen höher hier. Wir können die doch importieren, oder? Geht das nicht mehr? Ah, ja, hier. String, Linksklick. Was kostet denn das? Ich lasse erstmal so. Wir werden dann schon noch Leute bekommen. Scheiße! Pause! Ein Monat nur noch. Wir müssen jetzt erstmal noch fix hier. Ganz ruhig, Beam.
Halt, ich bin falsch. Verordnung. Ich hatte es jetzt beinahe verpeilt, Leute. Weil ich so mittendrin war beim Bauen gerade. So, alle militärischen Einheiten sind 5 Jahre lange leistungsfähiger. Erlassen bitte. Dann hätte ich gerne. Zu den Waffen. Erhöht Kommunikationsfreiheit, wir werden stärker, doch töten bei Unruhen. Ja, das ist aber eigentlich auch nicht wirklich Kriegsrecht. Stopp, Wallen? Nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Brauchen wir das denn wirklich zu den Waffen? Ja, Infanterie einwerten werden stärker. Aber es erhöht auch die Freiheit, das ist ja gar nicht so schlecht. So, dann. Oh Leute, jetzt geht's jetzt. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Merkt man, ne? Haben wir hier noch irgendwas, was uns was bringt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ja, okay, aber das erhöht nicht unsere Einheiten. Also verstärkt nicht unsere Einheiten. Gut, das hätten wir. Wir können den Karneval auch mal wieder starten. Erstmal weiter jetzt hier, weil das geht jetzt gleich los. Ich hoffe, dass das hinhaut jetzt. Aber wir haben ja wirklich viel. Scheiße, hier arbeitet keiner. Ja, aber die überhaupt nicht. Der Orden kann Ihnen keine Zeit mehr kaufen, Präsidente. Wie es Lian Kane vorhersah, werden schon bald die Invasoren von Isla Rocha angreifen. So, Aufgaben besiegen Sie die Invasionsstreitkräfte. Das ist jetzt das Finale. Ey, was mich gerade nervt, ist jetzt schnick ich, als wir gar keine. Noch hier sind ein paar Arbeiter. Hier aber nicht. Ah, nee, das ist nur das Ziel. Hier sind auch ein paar, aber nicht viele. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt eine Chance haben. Boah, sind das viele. Aber wir haben nicht so viel Militär, wie ich gehofft hatte. Ich hoffe, dass unsere Türme ein bisschen was bringen. Boah, die haben Ihr Panzer. Kämpft wie Waschlappen. Oh, scheiße. Aber wir kommen, hier kommen auch Panzer von uns, Leute. Guckt mal. Aber ob das was wird. Scheiße, den ersten Turm haben sie schon. Wir kämpfen auf den Straßen und wir kämpfen auf den Boah, die Straßen haben übelst viel. Und am Strand gegen euch. Die haben übelst viel, Leute. So wendet sich das Blatt. Scheiße. Boah, ich glaube nicht, dass das was wird hier. Mehr habt ihr nicht drauf? Hey! Ihr solltet keine Frau reizen. Ach Gott, Leute. Hier kommen noch mehr Panzer. Den Turm haben die auch schon down. Zeit abzudanken. Die sind aber bald weg hier. Angriff! Hey! Also die haben, ey, das sieht gar nicht, also es wird knapp, Leute. Das wird wirklich knapp. Die haben ja auch down. Wir kämpfen auf den Straßen. Angriff! Und der hat auch nicht mehr so viel. Schön, wie der Handel weitergeht. Und wir kriegen doch hier noch irgendwo Verstärkung, oder? Ich dachte, hier kommt noch irgendwo ein Panzer runtergefahren. Sah zumindest gerade so aus. Hier kommt ein Panzer. Ah, scheiße, den haben die jetzt auch. Ah, hier haben wir auch nochmal zwei Türme. Ah, wir haben übelst viele Einheiten verloren. Hey! Hey! Scheiße, also zwei Panzer müssen wir noch killen dann. Und den hey! Hier. Jetzt kamen zwei Gastarbeiter an. Kommt dann irgendwie nochmal Verstärkung? Hier kommen Panzer. Ah, dammit, Leute. Das wird richtig knapp. Das wird richtig knapp. So, aber es sind nur noch die zwei Panzer, die wir killen müssen. So wendet sich das Blatt. Und der hat gar nicht mehr so viel. Und es stehen noch zwei Türme da. Mehr habt ihr nicht drauf? Ach komm, das kriegen wir irgendwie hin jetzt hier. Alter, ich hab's halt ein bisschen verhunzt. Ich hätte noch mehr, aber ihr habt ja gesehen, ich habe ja die ganze Zeit eigentlich gerudert und versucht. Wir hätten mal gucken sollen, dass wir die Dinger voll bekommen. Ich hätte die Löhne mal erhöhen sollen. Das nächste Mal dann. Ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen. Scheiße, jetzt haben die den Turm auch down. Wir werden es euch zeigen. Aber die sind bald weg. Angriff! Und hier ist doch noch irgendwo ein Panzer von uns. Für das Vaterland. Wir kämpfen auf den Straßen. Das wird richtig knapp, Leute. Wieder aufbauen bringt, glaube ich, nichts, ne? Nein. Kommt hier nur irgendwo Verstärkung? Hey! Wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch. Angriff! Scheiße. Wir kämpfen auf den Straßen. Angriff!
Die haben echt nicht mehr viel. Das sind nur diese zwei Panzer. Wir müssen erstmal den down bekommen am besten. Aber wir brauchen irgendwie noch eine Verstärkung hier. Toll, unsere Arbeiter streiken. So, der ist gleich down. Schieß den erstmal weg, bitte, hier. Und stehen auf, Männer in Uniform. Wir werden es euch zeigen. Seid ab. Oh, das wird übelst knapp, Leute. Killt den Panzer, killt den. Sehr gut. Ein Soldat ist. So, der hat 5000 Leben. Und der hat 4000 Leben. Das ist jetzt hier der. Das ist ein Panzer gegen einen Panzerkrieg gerade. 3200. Vaterland. Oh, Leute, das wird übelst 4100. Wir werden es euch zeigen. Das sieht aber gut aus. Hey! Für das 3700 haben wir. Mehr habt ihr nicht drauf? Boah, Alter. Bitte. Viva el Presidente! Wir kämpfen auf den Straßen! 1400, 3100. Ich glaube, wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das. Nein, eigentlich ist es zwei Panzer gegen zwei Panzer, aber. So wendet sich 700. Das Viva la Revolution! Hey! Alter, das wird übelst knapp! Das wird übelst knapp, aber wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Und lebt! So. Gemeinsam mit Adriana haben sie die Möchtegern-Eroberer vernichtet. Ihr Zusammenspiel war schön anzusehen. Alter, das war richtig knapp gewesen. Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir das noch packen. Also das nächste Mal baue ich noch ein paar mehr Türme. Und vor allem wichtig ist, man muss darauf achten, dass dann genug Arbeitskräfte da sein. Also ich hätte das Budget erhöhen sollen. Und wahrscheinlich auch schon eher Highschool bauen. Ne? So fürs nächste Mal, wenn man es nochmal probiert. Ich meine, es war trotzdem noch schwer gewesen. Das darf man nicht vergessen. Und dafür bin ich ganz glücklich, dass das jetzt geklappt hat. So gut, einmal mehr haben sie ihren Wert für den Orden unter Beweis gestellt. Ich habe nie an ihrem Erfolg gezweifelt. Also ich schon. Ich schon irgendwie. Ich sehe eine große Zukunft für sie und Adriana. Okay. So, hätten wir als Mission dann schnappt zwei Steine, füllen sie ihr Schweizer Bankkonto mit unglaublich viel Geld. Und da dürfen wir jetzt auf Coyote Fortuna spielen, was ich sehr, sehr gerne mache, darauf freue ich mich. Ich werde aber erstmal an dieser Stelle eine kleine Pause einlegen, erstmal die Folgen, die ich das aufgenommen habe, noch produzieren. Und nächste Folge geht's dann damit weiter. Ich freue mich wirklich drauf. Schön, es macht Spaß. Ne? In diesem Sinne, würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi.